letzte Insel finden, weiter geht's. Der liebe Vergangenheitsflex hat mich hier einfach mal, ja, hängen gelassen. Und kann man die eigentlich anzünden, wenn sie hängen? Ich weiß es gar nicht. Ja. Hier, was? Wo kommt der denn her? Da lacht doch vorher keiner. Was? Wollt ihr mich verarschen? Hallo, zünd ihn an. Man kann ihn nicht anzünden, natürlich. Uah. Munition alle. So, brennt alle. Munition alle? Das ist der dämlichste Spruch ever von ihm, bin ich ganz ehrlich. So, wir hatten hier Munition. Und gleich kommen noch mehr. Die Frage, wenn wir die Sicherung nehmen, das weiß ich. Das haben wir ja in der letzten Folge rausgefunden. Ich möchte aber gerne... Aber wir müssen ja... Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wir müssen ja die Sicherung mitnehmen. Und... Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Prost. Hoppala. Weil sonst wird nämlich mein Kaffee kalt. Und, ich frage mich, wo die alle herkommen auf einmal dann. Die Viecher. Na? Wo seid denn ihr? Hallo? Hallo? Oh, so viel Munition habe ich... so viel Munition habe ich gar nicht. Lalalala. Ciao, auf Wiedersehen. Mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Das werde ich nie schaffen. Das werde ich nie im Leben schaffen. Das werde ich nie schaffen. Ich weiß. Ah, lass los. Lalalalala. Nein. Dieses Scheißspiel. Dieses Kackscheißspiel. Mann. Scheiß. So. Ach, da oben liegt noch einer. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen, weil das so dunkel war. Vielleicht sollte ich zwischendurch auch trotzdem mal die Lampe anmachen. So, ich werde mal versuchen, jetzt erstmal abzufackeln, weil dann haben sie. Ab geht er. So. Zack. Das haben wir. Aber total affig, dass schon wieder danach schon wieder welche kommen. Das ist voll affig. Der macht mal Sorgen, weil der hier ganz schön für Chaos sorgt oder stiftet. Weil der sieht uns ja. Ja, da kommt er schon, oder? Ja, da kommt er schon. Komm her! Kann man den da... Ah, da kann man gar nicht reinlocken, ne? Schade. So. Ich glaube, ich bleibe mal bei der Shotgun. Ich werde den mal versuchen anzuzünden. Dann haben wir ihn... ihn auch hier. Wow. Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Wir haben's ja an Streichhölzer, genau. Wir sind ja sehr gut ausgerüstet, was das angeht. So. Ich diese dämliche Passage nochmal probieren. So. Ich werde mal sofort erstmal auf die Magnum wechseln und dann anschließend auf die Flinte. Und wir haben so wenig Munition, das ist unglaublich. Wie kann man nur einen Spieler in so einer Situation bringen, wenn man so wenig Munition hat? Das würde ich gerne mal wissen. Wer denkt sich denn sowas aus? Stirbt der? Fällt der jetzt um? Aha, okay. Anzünden.
Wo ist der nächste? Hallo? Hallo, komm raus und zeig dich. Na, da bist du ja, kleiner Mann. Ich glaube, die Magnum war eine gute Wahl, aber ich glaube, der hat's auch. So, der nächste bitte. Derselbe Herr, dieselbe Dame. Hallo. Wo bleibt er denn? Wo ist denn der? Hier ist er. Ja, da. Tja. So, das müssen es aber jetzt gewesen sein, so langsam, oder? Da kam da noch. Ah, nee, da kam noch jemand, ne? Einer war da noch gewesen, glaube ich. Oder? Nee. Oh, Gott sei Dank, wir haben es. Trotzdem nochmal mich hier eben schnell umschauen. Bin noch was. Das Haargel, glaube ich, liegt da noch irgendwo. Wo lag denn nochmal das verdammte Haargel? Verdammt nochmal. Und mich fängt schon wieder an zu jucken hier im Auge, ey. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ach, hier lag das ja, genau. An dem Rädchen. So. So, Wasser abgelassen. Ich bin mal ein wenig vorsichtig. Und ja, das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Dem Braten traue ich nicht. So. Du scheiß Affenkopf, du. Da kommt da auch noch einer. Natürlich nicht. Aber hier. Ja, sicher. Hi. Ciao. Mach's gut. Wieso ich habe keine Dings mehr, ne? Bleib liegen, habe ich dir gesagt. Bleib liegen, habe ich dir gesagt. So. Scheiß Kack-Passage jetzt hier. Mann. Es wäre jetzt geil, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Bosskampf kommen würde. Ja, würde ich mich sehr drüber amüsieren. Denn wir sind sehr gut ausgerüstet. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt geht hinter uns das Loch zu. Ich wusste es. Wer atmet denn da so schwer? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich atme nicht so schwer. Wenn ich, muss ich jetzt mal ja, sagen. Oh, ein Kontrollpunkt. Das vermag nichts Gutes heißen. Was ist da so rot? Da liegt auch Haargel. Ich trau mich da gar... Naja, das hat ja super funktioniert. Aha, das ist Licht. Sehe ich das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich Wer bist du denn? Hallo? Was? Also ich bin hier nicht bei Alien, ja? Bin ich ganz ehrlich? Just a moment. Entschuldigung. Also irgendwie habe ich einen Frosch im Hals seit vor kurzem, ist auch ein gutes Deutsch, seit kurzem. Die haben aber auch echt, hier alles verbaut in dem Spiel, kann das sein? Jetzt kommt auf einmal Alien. Alien, bist du's? Hallo? Boah, jetzt bitte nicht so einen dämlichen Bosskampf, ey, so schlecht ausgerüstet. Ja, und hier komme ich nicht hin, weil ich keine Streichhölzer habe. Na, danke schön. Toll. Super. Also sollten wir darauf achten, was das Atmen angeht.
Da oben liegen Streichhölzer. Ja. Kommen wir hier lang? Nein. Oh nein, bitte geh hier nicht zu. Ich brauche nur die Streichhölzer. Ach, da liegen ja keine Streichhölzer. Super. Na toll. Na klasse. Oh nein, das sieht voll nach Arena aus. Volles Rohr. Arena-Kampf. Aber mal volles Rohr. Spritze, Schrotflintenmunition, Pistolenmunition. Ich höre einen Speicherpunkt übrigens. Ah, hier. Laufe ich auch noch dran vorbei. Natürlich werde ich speichern, selbstverständlich. Kein Tagebucheintrag. Aber ein Kartenfragment. Kartenfragment 27. Von dem wir wahrscheinlich wieder ein paar liegen gelassen haben. Ah, hier. Ich fand den Spruch von Basti in der einen Folge so geil. Boah, ist das dreckig hier. So sieht es wahrscheinlich bei ihm zu Hause auch aus. Mal gucken, ist denn jetzt unsere schöne... Wie hieß sie denn nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil ich so lange die Pause hatte. Sie ist wahrscheinlich verschwunden, ne? Ja, stimmt. Gibt es denn was Neues zu lesen? Anscheinend nicht. Wie hieß sie denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Myra war es nicht. Das war ja die Frau von Basti. Basti! Ich schau mal eben, wie das jetzt hier aussieht mit Karten. Hm. Naja, so schlecht sind wir nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, was machen wir denn als nächstes auf? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich entscheide mich mal für den hier. Ja, hallo. Hallo. Ja, geil. Hagel. 7000. Ja, gar nicht so weit entfernt von den 50. Aber will ich nicht haben. So, schauen wir mal. Weil wir haben ja unsere Feuerbolzen quasi, wenn wir die... Kann man die eigentlich hier kaufen? Nee, ne? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Kann man die eigentlich hier kaufen? Die Bolzen? Qualenbolze? Nee. Kann man nur verbessern. Ja. Die 50.000 werden wir nie erreichen. Was ich gerne haben möchte, ist definitiv, glaube ich, die Sprintdauer. Weil wenn jetzt ein Bosskampf kommt... Ja. Kritischen Schaden kostet 10.000. Was kostet denn der Sprinter? 9.000. Machen wir mal die Sprintdauer. Bleiben uns noch 8.6. Und, na. Wir könnten mal schauen. Dass wir... Wohl mehr Munition ist eigentlich Quatsch, weil... Genau wie die Magnum mehr zu powern, weil so wenig Munition, wie wir für die finden, ist das eh Quatsch. Aber... Schade, es reicht beides nicht. Ist zu teuer. Nachladegeschwindigkeit haben wir auch schon verbessert, würde auch reichen. Ja, den kritischen Schaden vom Scharfschützengewehr können wir verbessern. Da sind wir bei 60% schon. Das machen wir mal. Ach, 8000 geht ja. Dann haben wir 100% bei dem Scharfschützengewehr. Und, ansonsten können wir jetzt auch soweit eigentlich nichts mehr. Ich glaube, ich werde das wieder ein bisschen sparen. Oder können wir hier noch was verbessern? Blindbolzen, Explosivbolzen, Schockbolzen, Kältebolzen. 15.000. 3 Minuten nicht, sondern 3 Sekunden wahrscheinlich. Ja, lassen wir das mal so. Schon wieder Kopfschmerzen. Scheiße, Kacke. Naja, und wo ist eben meine
nette Krankenschwester? So denkt Basti wahrscheinlich gerade. Wo ist meine nette, Krankenschwester? Oh ja, Krankenschwester. Oh. Boah, wie hieß sie denn nochmal? Ich habe total den Namen vergessen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe total den Namen vergessen von der. Gut, wie gesagt, ist ja eine neue Aufnahmesession und ich hatte eine längere Aufnahmepause. Und wem weiß, was da jetzt blüht? Ich ahne Schreckliches. Ich ahne ganz Schreckliches. Ich vermute mal, dass es dieses Alien-Vieh sein wird, was wir jetzt begegnen werden. Und nicht Day of the Tentacle. Ist übrigens ein geiles Spiel gewesen, wer sich noch erinnert. Day of the Tentacle. Soll angeblich als... Scheiße, als, das ist im Arsch. Soll angeblich als Remake kommen. Lift Supply... ANK, lese ich das richtig? Oder AUG? Lift ist klar. Supply. Da sind auf jeden Fall die Sicherungen für zuständig. Schauen wir mal hier nochmal kurz. Ah, ja. Drei Sicherungen, die wir hier einsetzen können. Das wird wahrscheinlich hier nicht funktionieren, ne, oder? Nein. Das war so klar. Der Lift führt uns wahrscheinlich dann nach unten. Kleinen Moment, bitte. So, ich weiß, keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Ich würde sagen, das heben wir uns für eine weitere Folge jetzt hier auf. Weil ich muss irgendwie... Irgendwas steckt mir im Hals. Toll. Würde ich sagen, heben wir uns das für eine weitere Folge auf. Und dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir einen Kampf haben werden. Und ihr solltet es auf keinen Fall verpassen. Also macht's gut. Bis demnächst. Ciao.